Nach meinem großen Stalker Anomaly Video aus dem letzten Jahr ist einiges passiert in der Stalker Modding Community. Großartige neue Mods sind erschienen und die bekannten und bestehenden Mods haben signifikante Updates erfahren. Dass diese neuen Mods und Upgrades aber nicht immer reibungslos mit eurer bestehenden Stalker Anomaly Installation funktionieren, das ist leider ein blöder Nebeneffekt. Up to date zu sein in Sachen Anomaly Modding kann daher sehr zeitaufwendig und nervtötend werden. Schwierigkeiten wie Kompatibilität, Blackscreens, dass im Inventar keine Icons angezeigt werden oder dass man Anomaly nicht auf Deutsch stellen kann, sind nur die Spitze des Bug-Eisbergs. Zu den vielschichtigen individuellen Problemen, die sehr frustrierend sind, kommen unübersichtliche Tools, für die man schon eigene abendfüllende Vorträge und Tutorials machen könnte. Aber als wäre das nicht genug, wird man auch noch mit der leicht verwirrend aufgebauten Modding-Plattform ModDB konfrontiert, die zwar eine gute Übersicht bietet, aber dennoch ihre ganz eigenen Tücken hat. Klar, wer sich mit Modding beschäftigen will, der muss etwas Sitzfleisch und Geduld mitbringen. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass es nun eine Lösung gibt, die euch einen Großteil der Probleme, die das Stalker-Modding mit sich bringt, erleichtert und direkt vom Start weg mit 300 Mods um die Ecke kommt, die richtig installiert sowie konfiguriert sind und per Knopfdruck regelmäßig geupdatet werden können? Wäre das nicht wunderbar, einfach auf einen Knopf zu drücken und alle Mods werden geupdatet? Nun, es braucht zwar immer noch etwas Vorarbeit, aber wenn ihr Stalker Gamma mal bei euch auf der Platte habt und seht, was der Modder Grog für einen Wahnsinnsaufwand betreibt, damit das Ding frisch bleibt, dann werdet ihr euch schnell den über 10.000 anderen Stalkern, die Gamma bereits ausprobiert haben, anschließen wollen und nichts mehr anderes zocken. Zumindest mir geht es so. Diese Mod-Combination stellt wirklich alles in den Schatten, was ich bisher gezockt habe. Gamma ist aus meiner Sicht die beste und aktuellste Mod-Combination, die es auch Einsteigern ermöglicht, ein Anomaly zu zocken, das bis an die Zähne gemoddet ist. 300 Mods sind mittlerweile implementiert und die Zahl steigt an. Das Gute ist, dass der mitgelieferte Mod-Organizer es euch erlaubt, Mods ein- und auszuschalten und Gamma so zu konfigurieren und gegebenenfalls auch zu erweitern, so wie ihr es möchtet. Aber glaub mir, Grog, der Ersteller der Mod, wird nicht müde, ständig Updates und eigene Verbesserungen einzubauen. Und es gibt auch eigentlich gar keinen Grund, selber Hand anzulegen, denn die besten Mods, die sind bereits implementiert und sollten keine Wünsche offen lassen. Großen Applaus an der Stelle an Grog, denn er ist einer der aktivsten Modder, den die Community hat. Durch seinen unermüdlichen Einsatz und die Liebe, die er in Anomaly steckt, hat er für viele, inklusive mir, Stalker Anomaly entscheidend mitgeprägt. Wie ihr selbst Grogs ultimative modulare Stalker Anomaly Combination zocken könnt und sie sogar noch auf Deutsch stellt, das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo Internet, hallo Olli. Willkommen zu Hause, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für dieses Video. Alle Modder und speziell die Modding-Community rund um Anomaly herum haben es einfach verdient, dass sie so viel Aufmerksamkeit wie möglich bekommen. Aber das impliziert auch, dass es Modding-Newbies ermöglicht wird, diese extrem guten Inhalte zu erleben und wertzuschätzen. Und da kommt Gamma ins Spiel. Gamma steht übrigens für Grog's Automated Modular Modpack for Anomaly. Gamma zielt darauf ab, ein ausgewogenes Survival, Scavenging, Koch-, Crafting- und Reparaturerlebnis mit einer langen Progression in einem reibungslosen Gameplay zu bieten. Der Gamma Launcher lädt jedes Add-on direkt von ModDB oder GitHub herunter und installiert es automatisch in der richtigen Reihenfolge in der eigenen Mod-Organizer-Instanz. Gamma ist einfach zu benutzen, wenn man es mal installiert hat. Nach dem Installationsprozess, den ich euch hier in diesem Video vorstelle, reichen ein paar wenige Klicks aus, um direkt loslegen zu können. Im Mod-Manager findet ihr alle installierten Add-ons, die aktiv sind und die sich auch nochmal deaktivieren lassen. Auch neue Add-ons können im Mod-Manager nach der Installation hinzugefügt werden. Strukturell ist das Ganze übersichtlich und relativ einfach aufgebaut. Alle Add-ons, die in Gamma verwendet werden, sind nach ihrem Typ getrennt. Das heißt, ihr könnt einfach unterscheiden zwischen Audio, Gameplay und Gunplay und so weiter. Es ist im Mod-Organizer alles angeschrieben. Es ist ein Riesenpaket und ich freue mich schon drauf auf eure Kommentare, wie ihr Gamma findet. Labern wir also nicht mehr länger um den heißen Brei herum, sondern fangen direkt an mit der Installation.
Der Installationsprozess von Gamma besteht aus 4 Teilen. Downloaden der Dateien, Installation von Anomaly, dem Gamma-Basis-Setup sowie dem automatisierten Download aller Mods, die in Gamma enthalten sind und wenn ihr dann noch mögt, am Ende die Installation der deutschen Texte. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, der Download der Mods geht sehr lange und ihr könnt diesen Prozess auch nicht beschleunigen oder umgehen. Der Gamma-Launcher ist leider auch ein Launcher, den man nicht minimieren kann und im Hintergrund verschwinden lassen kann. Der ist einfach die ganze Zeit auf eurem Screen sichtbar, egal was ihr macht. Von daher hier schon mal der Hinweis, sobald wir beim finalen Download der Mods angekommen sind, könnt ihr locker eine Stunde oder so den Rechner in Ruhe lassen und euch mit etwas anderem beschäftigen. Wie zum Beispiel kurz bei mir auf Twitch vorbeischauen und mir ein Follow dalassen, damit ihr nicht verpasst, wenn ich das nächste Mal live gehe. Oder ihr richtet euch, bevor ihr den Launcher startet, einen zweiten Desktop ein, so dass ihr die Möglichkeit habt, auch während der Installation etwas anderes am Rechner zu machen. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt direkt. Drückt einfach auf die Windows-Taste sowie die Tabulator-Taste gleichzeitig. In dieser neuen Windows-Übersicht könnt ihr über den Knopf oben links in der Ecke einen neuen Desktop für euch anlegen. Wenn ihr dann den Gamma-Installer bzw. den Mod-Installationsprozess startet, könnt ihr wieder über Windows- und Tab-Taste den Desktop wechseln und euren Rechner nutzen, ohne den Gamma-Installer die ganze Zeit im Vordergrund zu haben. Vor der Installation kommen erstmal eine Reihe von Downloads. Da wären zum einen Anomaly selbst, das ihr von ModDB bekommt, die Gamma-Installationsdateien und ein Packprogramm mit dem Namen 7-Zip. Das ist ein kleines, aber feines Tool, mit dem ihr die komprimierten Dateien von Anomaly und Gamma entpacken könnt. Den Link zu 7-Zip sowie alle anderen Links, die ich im Video erwähne, findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Nachdem ihr 7-Zip geladen und auf eurem System installiert habt, ladet ihr euch bitte als nächstes Anomaly von ModDB herunter. Dann ladet ihr euch die initialen Dateien von Gamma aus dem Gamma-Discord herunter. Das sind einmal die Installationsdateien und der Launcher selbst. Links sind wie gesagt in der Beschreibung. Falls ihr Probleme mit der Installation oder irgendwas noch nicht richtig funktionieren sollte, dann ist der Gamma-Discord eure erste Adresse, die ihr konsultieren solltet. Ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, installiert alles in ein Verzeichnis auf eurer Festplatte und nicht auf dem Desktop, einem Windows-Programme-Ordner oder einem anderen System- oder benutzerbezogenen Ordner. Das kann zu Problemen führen, die ihr einfach umgeht, wenn ihr es zum Beispiel wie ich macht. Ich habe mir auf meiner Festplatte ein Anomaly Gamma-Verzeichnis erstellt, darin einen Ordner für alle Downloads, dann einen Ordner für Stalker Anomaly selbst und einen weiteren für die Gamma-Instanz. Wenn ihr das alles säuberlich angelegt habt und die Dateien gedownloadet habt, dann geht's ans Installieren. Öffnet die Anomaly 7-Zip-Datei mit 7-Zip und zieht die Ordner und Dateien per Drag and Drop in das von euch angelegte Anomaly-Verzeichnis. Das geht einen Moment, aber dann ist Anomaly sozusagen schon installiert. Was ihr aber jetzt machen müsst, nachdem ihr es installiert habt, einmal komplett durchstarten, bis ihr tatsächlich im Spiel seid. Also Anomaly Launcher Exe öffnen und ein neues Spiel starten, alles laden lassen und danach wieder alles schließen und zurück zu eurem Windows Explorer gehen. Dort starten wir dann mit dem Gamma-Basis-Setup. Anomaly braucht diesen Prozess, um gewisse Daten zu entpacken und neu anzulegen. Von daher, das müsst ihr unbedingt machen, bevor ihr weiterfahrt mit der Installation. Öffnet die Gamma 7-Zip und zieht die Dateien dann in euren angelegten Gamma-Ordner. Danach öffnet ihr die Gamma Installer-Zip und schiebt die Dateien in den Installer-Ordner innerhalb des von euch angelegten Gamma-Ordners. Der Ordner, in den ihr die Dateien verschieben müsst, heißt .groxmodpackinstaller und sollte an erster Stelle angezeigt werden, wenn ihr im Windows Explorer alles nach Namen sortiert habt. Startet nun die Gamma-Installer-Exe und nachdem ihr nun den Gamma-Launcher vor euch offen habt, könnt ihr von links oben nach rechts unten die einzelnen Schritte durchgehen. Schritt 1, Windows PowerShell installieren. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, drückt auf den Knopf, das sollte alles automatisch funktionieren. Klickt euch durch den Installationsprozess, falls es einen geben sollte. Klickt jetzt auf den zweiten Button MO2 starten. Es sollte eine Fehlermeldung erscheinen, drückt einfach OK. In deinem Gamma-Installationsprogramm werden Anweisungen auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte folgt diesen Anweisungen, um MO2 für Anomaly als portable Instanz zu konfigurieren. Die Schritte sind wie folgt. Portable auswählen, Anomaly-Ordner anzeigen, weiter und MO2 wieder beenden. Mod Organizer ladet alles und erkennt das Verzeichnis automatisch, nachdem ihr diesen Prozess abgeschlossen habt. Danach könnt ihr Mod Organizer schließen und im Gamma Installer weitermachen. Klickt auf Gamma Installer Data Update und wartet, bis das Ganze abgeschlossen ist.
kommen wir zum großen und wichtigen Schritt. Complete Gamma Installation, der gelbe Button, den ihr im Installer seht. Aber ganz wichtig, bevor ihr das startet, checkt unbedingt unten beim Pulldown-Menü Preferred MortDB Download Mirror, dass ein EU-Server ausgewählt ist. Achtet auch darauf, dass Force GitHub Downloads angehakt ist. So, und wie gesagt, wenn ihr jetzt anfangt, die Mods zu installieren, könnt ihr euch erstmal für eine Stunde oder so zurücklehnen und was auf Netflix anschauen, im Garten ein Beet umgraben oder wie gesagt mit Windows-Tabulator-Taste auf euren anderen Desktop wechseln. Nachdem alle Mods heruntergeladen und installiert sind, könnt ihr noch die Updates checken, falls es welche gibt. Sobald unten in der Konsole das Done drin steht und der Balken voll ist, sollte nun also alles heruntergeladen sein. Und das war's und ihr seid eigentlich ready to go. Ihr startet Gamma über die Verknüpfung auf eurem Desktop. Doppelklick drauf, danach öffnet sich der Mod Organizer und ihr könnt oben rechts auf Run drücken. Danach öffnet sich der Anomaly Launcher und ganz wichtig, bevor ihr das Spiel startet, setzt am besten immer einen Haken bei Delete Shader Cache rein. Danach drückt Play Stalker Anomaly. Je nachdem, was ihr für eine Grafikkarte habt, aktueller oder nicht aktueller, könnt ihr links die DirectX 11 Einstellungen machen. Sobald eure CPU AVX unterstützt, solltet ihr das anklicken können. Wenn ihr das tun könnt, dann macht das. Und so startet ihr Stalker Anomaly bzw. Stalker Gamma. Noch ein Hinweis, bevor wir mit der Installation des deutschen Sprachpakets beginnen. Bedenkt bitte, dass diese Mod nur die Texte übersetzt, die im ursprünglichen Anomaly enthalten sind. Einige der Menüeinträge werden kryptisch dargestellt, genauso wie einige der Dialogoptionen im Spiel. Das liegt daran, dass es für gewisse gemoddete Daten einfach schlicht und ergreifend keine deutschen Texte gibt und Gamma bzw. Anomaly dann auf einen Standardeintrag innerhalb der gemoddeten Daten zurückgreift. Die deutsche Übersetzung ist eine inoffizielle und sollte eigentlich nur als Hilfestellung dienen für das Basis-Anomaly. Ich habe es aber natürlich dennoch für euch mit reingenommen, da es dem ein oder anderen den Zugang zum Spiel sicher erleichtern wird. Aber es ist halt leider auch nicht perfekt. Wenn euch die Fehler anfangen zu nerven und ihr einigermaßen klarkommt im Spiel, dann könnt ihr die Texte auch einfach wieder über den Mod Organizer deaktivieren. Um das Ganze richtig zu installieren, öffnet den Gamma-Ordner, dann den Mods-Ordner und erstellt darin einen neuen Ordner mit dem Namen Anomaly Deutsch. In diesen Ordner schiebt ihr nun die Dateien von dem deutschen Sprachpaket, so wie ihr es hier bei mir auf dem Screen seht. Nachdem das geschafft ist, könnt ihr den Mod-Manager starten bzw. die Gamma-Verknüpfung auf eurem Desktop doppelklicken. Checkt links die Mod-Liste und ganz am Ende müsste nun die deutsche Übersetzung angezeigt werden. Noch als Info für euch, falls das Starten am Anfang sehr lange gehen sollte oder es eine Fehlermeldung gibt, kein Problem, macht das Ding zu und startet es einfach nochmal neu. Gerade der Anfang braucht etwas, wenn ihr Gamma das erste Mal startet. Aus irgendeinem Grund hängt sich Gamma bei mir manchmal auch auf, wenn ich es starte. Einfach nochmal draufklicken bzw. beenden, draufklicken, nochmal ausprobieren und dann geht's dann auch irgendwann. Ihr könnt Gamma übrigens up-to-date halten, indem ihr den Gamma-Installer öffnet und zuerst auf den Button Update Gamma Data klickt und dann auf den Complete Gamma Installation Button. Auch noch ein kleiner Tipp am Rande, der mir vor kurzem erst aufgefallen ist. Wenn ihr Gamma updatet über den Gamma-Installer, bitte, bitte macht eine Sicherheitskopie von der user.ltx-Datei. In dieser Datei werden alle eure Tastenkürzel und so weiter und Einstellungen, die ihr getätigt habt, gespeichert. Macht unbedingt eine Kopie davon, denn wenn ihr das Update auslöst, dann wird diese Datei wieder überschrieben und all eure Tastenkürzel sind verschwunden. Nun, solltet auch ihr Gamma erfolgreich installiert haben und seid bereit für ein neues Abenteuer im Stalker-Universum. Und wenn ihr euch intensiv mit Stalker Anomaly beschäftigt, dann habt ihr einiges vor euch und könnt so die Wartezeit auf Stalker 2 garantiert verkürzen. Im Moment gibt es wohl keine bessere Möglichkeit, um sich auf den nächsten großen Stalker-Titel vorzubereiten. Welche Mod oder welches Spiel soll ich mir als nächstes vornehmen? Fallout 4, Cyberpunk? Schreibt's mir gerne in die Kommentare oder schaut bei mir auf Twitch vorbei und gebt mir direkt im Chat Bescheid. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, ein Daumen nach unten. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber die Gammastrahlung in dir ganz besonders. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.